In der Natur gehören Insekten seit jeher auf den Speiseplan. Die meisten Menschen machten lange einen Bogen um sie. Heute ernähren sich bereits 2 Milliarden Menschen von den kleinen Krabbeltieren, vornehmlich in Afrika und Asien. Nun kommt auch Europa langsam auf den Geschmack. Im Hinterland der Stadt Coin in der Nähe von Malaga im Süden Spaniens wurde vor kurzem eine der ersten Insektenfarmen Europas gegründet, in Sacri. Dahinter stehen die beiden Franzosen Laetitia Giroux und Julien Fouché. Wir hatten vor etwas mehr als 5 Jahren die Idee, uns auf die Zucht von essbaren Insekten zu spezialisieren und ein Unternehmen aufzubauen. Ziel war es, einen Ersatz für Fischmehl, aber auch für traditionelles Fleisch zu finden. Fischmehl wird in erster Linie als Beifuttermittel bei der Schweine-, Hühner- und Fischzucht oder für Katzenfutter genutzt. Aber auch als Nahrungsmittel für Menschen eignen sich Insekten. Sie schmecken außergewöhnlich gut und haben gleichzeitig viele Nährwerte. Laetitia und Julien züchten 3 Arten, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Mehlwürmer, Soldatenfliegen und Grillen. Die Mehlwürmer werden mit Mehl und Weizengrütze gefüttert, denen noch Bio-Gemüse und Obst beigemengt wird, um ihnen eine Wasserquelle zu liefern. Den Grillen servieren sie Wassermelone. Sie verleihen jedem Gericht einen nussigen Geschmack. Wir versuchen, ihre natürlichen Fortpflanzungsbedingungen zu berücksichtigen. Und sie bekommen sehr gute Nahrungsmittel, die keine chemischen Produkte enthalten, keine Pestizide. Ihre Kisten werden regelmäßig gereinigt, um die Übertragung von Bakterien zu vermeiden. Sie verbringen also ihre Zeit damit zu fressen, Liebe zu machen und sich fortzupflanzen. Sie haben ein wunderbares Leben, von dem wohl jeder Franzose träumen würde. Julien und Laetitia wollen die Fläche ihrer Insektenfarm in den nächsten Wochen verdreifachen. Sie glauben an die Zukunft ihres Geschäfts, aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen. Um 1 Kilogramm Rindfleisch herzustellen, braucht man im Durchschnitt 13 Kilogramm pflanzliches Futter. Wir brauchen, um 1 Kilo Würmer herzustellen, 2 Kilo. Um 1 Kilo Fleisch herzustellen, benötigt man 15.000 Liter Wasser. Wir liegen bei 3. Wenn also ein verantwortungsvoller Verbraucher wirklich ein ökologisches Produkt sucht, ist unseres wie für ihn gemacht. Jeder sollte es kosten, denn es hat einen sagenhaften Geschmack. Europa hat sich bisher noch auf keine einheitlichen Richtlinien bei der Zucht und dem Verkauf von Insekten für die menschliche Ernährung einigen können. So ist in Spanien zwar die Zucht erlaubt, der Vertrieb jedoch verboten. Im Rest von Europa ist die Gesetzgebung schwammig. In Frankreich etwa ist der Vertrieb zwar nicht offiziell verboten, aber auch nicht erlaubt. Eine Ausnahme bildet Belgien. Hier besucht Laetitia 2 Schwestern, die zu ihren Kundinnen der ersten Stunde gehören. Die beiden verkaufen ihr Produkt Insektenpasta bei einer Supermarktkette, die sich auf Bioprodukte spezialisiert hat. Die Kunden haben sich am Anfang damit schwer getan, Mehl auf Insektenbasis zu kaufen. Heute hat sich das gelegt. Sie sind auf der Höhe der Zeit angekommen und halten es wirklich für ein gutes Produkt. Die erste Reaktion der Kunden ist, aha, was hat das für einen Geschmack? Am Ende müssen wir ihnen nur helfen, über die Vorstellung hinwegzukommen, dass das Produkt aus Insekten besteht. Das Interessante daran ist, dass wir Verkostungen machen können und so als Hersteller und Produzent in Kontakt mit Menschen kommen, die unser Produkt essen. Wir können ihnen Dinge erklären, ihre Meinung und ihre Reaktion erfahren, sie probieren lassen. Das ist wirklich sehr wichtig. Seit Insekten als Lebensmittel betrachtet werden, unterliegen sie den Vorschriften des sogenannten Novel Food. Belgien und die Niederlande nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Die Vermarktung von 10 ausdrücklich gelisteten Insektensorten und ihren Folgeerzeugnissen ist hier erlaubt. So wie Julien und Laetitia haben sich die Schwestern Goffard mit viel Mut und Unternehmergeist auf das Abenteuer eingelassen. Geraldine, die Ältere, war Buchhalterin, bevor sie alles aufgab und sich ihrer neuen Leidenschaft widmete. Vor Ideen sprudelnd hatten die Schwestern nur eine Devise: Probiere erst, bevor du sagst, dass es dir nicht schmeckt. Ihre neueste Idee? Pasta mit Biergeschmack. Ich rieche die Insekten deutlich.
Darf ich probieren? Ja, das ist roh. Ja, ich weiß. Insekten schmecken nicht besonders stark aus der Paste heraus. Versucht ihr, den Geschmack der Insekten hervorzuheben? Oder wollt ihr den Geschmack des Biers mit dem der Insekten verbinden? Wir wollen sie verbinden, denn in Belgien wird ziemlich viel Bier getrunken. Man hört oft vom sogenannten Weihnachtsbier. Und wir wollten diesmal Weihnachtsnudeln anbieten. Um so ein Produkt für einen besonderen Anlass zu kreieren. Um ihr Projekt zu finanzieren, griffen Geraldine und Sophie auf Crowdfunding zurück. Ein Finanzierungsmodell, bei dem zahlreiche Personen online Kleinstbeträge investierten. So ist es ihnen gelungen, 12.000 Euro zu sammeln. Um ihren großzügigen Gebern zu danken, haben die Frauen eine Verkostung in einem angesagten Café in Liège organisiert, das sich für regionale, alternative Ernährung und Bioprodukte stark macht. Dann kommt der Moment der Verkostung. Die Schwestern Goffin legen großen Wert darauf, sich bei allen Unterstützern ihres Projekts zu bedanken. Jeder oder vielmehr jede bekommt am Ende ein Paket mit den neuen Nudeln geschenkt. Ortswechsel für Laetitia. Heute hat sie mehrere Termine in London. Sie wurde von drei jungen Leuten aus der Finanzwelt kontaktiert, die sich verändern, vielleicht sogar ihren Job wechseln wollen. Hier haben Sie die Grillen mit gesalzenem Spinat, pochierten Quinoas und getrockneten Beeren. Hier haben Sie den Salat mit den Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmern. Ich denke, die Engländer sind offener im Hinblick auf Gastronomie und neue Zutaten, die man verwenden kann. Das hängt wohl mit ihrer Geschichte zusammen, der Kolonialisierung. Sie sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossener. Sie haben viele chinesische und indische Restaurants. Und die Insekten sind wirklich im Kommen in England. Leute, die denken, dass wir realitätsfremd sind und auf dem Land den ganzen Tag nichts tun, irren sich. Wir sind dabei, eine neue Industrie, eine neue Wirtschaft aufzubauen und einen Markt, der neue Arbeitsplätze bringen wird. Wir haben eine Vision, die ein bisschen verrückt erscheint, aber die Welt und die besten Ideen stammen tatsächlich von Leuten, die die verrücktesten Ideen haben.